viel diskutiert, ist das Modell der Ampel. Dazu gebe ich die erste Frage an Herrn Nachtwey. Wenn ich mir die weißen Schimmel, die freiwilligen Kurzzeitdiener oder wie ich sie auch immer mir vorstelle, vor Augen führe und ein freiwilliges Modell, wie werden die Koalitionsverhandlungen, wie würden die Koalitionsverhandlungen, Herr Nachtwey? Es ist ja vor allem nach dem letzten Wochenende deutlich geworden, dass wir die Ampel wahrhaftig nicht anstreben. Aber wir schließen sie auch nicht völlig aus. Und Prognosefähigkeit nur mit drei Optionen oder für eine Prognose bezogen auf Wahlergebnisse und Konstellationen, danach habe ich mir inzwischen fast abgeschmeckt. So, aber jetzt also eben bei der Ampel. Da wären, glaube ich, insgesamt die Chancen für die Abschaffung der Wehrpflicht erheblich. Weil nämlich die SPD-Position inzwischen eine andere ist, eine deutlich andere als also eben 1998, 2002, als wir Koalitionsverhandlungen hatten, und 2002 haben wir dann zumindest eingebaut, so eine Überprüfung der Wehrverfassung, wie das so genannt wurde. Und da hatten wir also eben auch so einen Prozess also eben eingeleitet, und Struck hat dann aber dann das was ausgebremst, weiß ich noch, und dann also eben kam vorzeitig das Legislaturende. Legislaturperiodenende. Aber jetzt ist also eben die Geschichte bei der SPD schlichtweg in Bewegung gekommen. Und da ist wichtig, und da ist jetzt die Haltung also der FDP, der Grünen, zur Wehrpflicht, Überwindung der Wehrpflicht eindeutig. Und deshalb also glaube ich, bei einer solchen Kombination, abgesehen jetzt von anderen politischen Fragen, wären die Chancen also für die Abschaffung der Wehrpflicht und einen vernünftigen Übergang also in Freiwilligenarmee und so weiter sehr gut. Wenn wir ein wenig weiter spekulieren, obwohl diese Prognosen in der Tat wohl sehr schwierig sind. Herr Arnold, was würde dann tatsächlich dort stehen in einem solchen Vertrag? Eine Ampel. Dann würden hat der Nachbar recht? Würden wir doch bei der Verhandlung feststellen. Die Grünen wollen die Wehrpflicht abschaffen. Die FDP will sie aussetzen. Und ich will im Gegensatz zum Kollegen Beck seiner Behauptung, die Wehrpflicht beibehalten, sie aber nicht nutzen, weiß aber, wenn ich sie brauche, kann ich wieder ziehen. Das ist ja der Unterschied. Insofern liegt Kollege Pick da falsch. Insofern ist das ja gar nicht so weit weg von der Kollegin Homburger, die sie aussetzen will, weil sie sagt, sie kann es ja dann auch wiederholen. Und weil die Grünen eigentlich Menschen sind, die sehr viel auf bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligkeit setzen, führen wir dann euren kurzzeitdienenden Zeitsoldaten das Aussetzen und meinen freiwillig länger Wehrdienstleistenden so zusammen, dass unser Kompromiss wirklich koalitionsfähig ist. Frau Homburger, dann wären Sie sozusagen die lachende Dritte im Boot? Also, ich würde es mal so sagen. Wenn ich die beiden Positionen sehe, von den Grünen und von der SPD, würde das genau bei der Position der FDP landen. Und insofern hat der Kollege Nachbar recht. Wahrscheinlich hätte man da eine gute Chance dazu. Aber ich sage jetzt mal, das wäre das, auf was man sich einigen könnte. Aber im Rest wahrscheinlich nicht.